ein bisschen mehr Zeit für sich haben, für die wichtigen oder vielleicht die ganz einfachen, die simplen Dinge des Lebens, war der Ansatzpunkt für den österreichischen Ski-Freerider Roman Rohrmoser. Er hat darüber einen Film produziert, der eben nicht der typische Film ist, wo jemand schöne Schwünge im weißen Puder macht, sondern er hat sich auf eine Spurensuche begeben und hat einen Mann getroffen, der so ganz anders ist als er selber, der seit über 60 Jahren jedes Jahr auf einer Alm lebt, in 1800 Meter Höhe, sich komplett zurückzieht und dort seine Zeit verbringt. Und das Ganze gelassen, mit Ruhe und minimalem Umgebungsaufwand. Und für Roman Rohrmoser war das auch eine Erfahrung, wie er dann sein eigenes Leben vielleicht weiter gestalten kann. Für mich heißt Heimat auf dem Bergaufen fahren, anschalten und eine Ruhe haben. Und dann gibt es wiederum andere, die geben sich mit noch weniger zufrieden. Die sitzen auf ihrer Alm oben, ohne viele Ansprüche ans Leben. Nein, ich bin da gerne rum, nicht? Ich bin aber ein Naturmensch gewesen. Beide Sportarten haben wir irgendwie so das Gefühl, in einen Flow reinzukommen, alles andere abzublenden, auszuschalten und einfach nur auf das zu konzentrieren, was in dem Moment passiert. Hey, erzähl mal, wie lange bist du jetzt schon rum? Seit 1957. Ja, da war ich auch noch nicht auf der Welt. Nein, da hab ich nicht gesehen. 65 Sommer. Ja, 65. So etwa, ja. So, und jetzt heißt es Sportarena International, denn wir sind verbunden mit dem Zillertal in Österreich und dort sitzt Roman Rohrmoser. Roman, grüß dich erst einmal. Servus. Servus. Im Augenblick bist du, glaube ich, wir können den Titel deines Filmes übernehmen, im Timeout, denn in Österreich ist Lockout. Das heißt, du bist momentan eingesperrt zu Hause? Ja, schon so, mehr oder weniger, ja. Also, so wirklich eingesperrt bin ich nicht, ich war gerade Skitour. Man darf herausgehen, hat es geheißen. Also, ich habe das ein bisschen ausgedehnt mit rausgehen, ich verbinde es mit Skitour. Und es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Da sieht man auch niemanden am Berg und hat seine Ruhe. Von dem her geht das ganz gut. Aber was heißt das jetzt für dich, für so zum Beispiel den Film? Ich glaube, ihr wolltet ja mit der Alpcornet-Tour auf eben Tour gehen. Ihr wolltet sicherlich auch andere Projekte machen, wahrscheinlich auch neue Filmaufnahmen. Das ist für den Winter mehr oder weniger schon abgesagt, weil ihr ja gar nicht wisst, wie lange jetzt sich alles hinziehen wird. Ja, das ist natürlich alles schwierig. Ich meine, jetzt haben wir direkt Anfang von der Saison und hat einiges geplant und jetzt kommen die News quasi über Nacht oder innerhalb von kürzester Zeit wieder Lockdown. Wobei ich habe eh schon ein bisschen damit gerechnet, dass wieder in die Richtung gehen wird. Gott sei Dank hat unser Filmprojekt Timeout nicht wirklich betroffen. Die Filmtour hat stattfinden können und ja, quasi mit dem letzten Kinotermin hat es dann aber auch geheißen, jetzt ist Schluss und jetzt ist dann Lockdown die nächste Woche. Also wir haben da echt Glück gehabt. Ja, und für neue Projekte muss man eh schauen, wie das jetzt alles wirklich weitergeht. Das weiß eh niemand so wirklich, weil es endet ja stündlich eigentlich. Dann kommt wieder irgendwo eine neue Variante oder irgendein neuer Mensch daher, der was irgendwas besser weiß und irgendwas ändern würde und es dann Politiker weitergibt und der dann wieder irgendeine neue Verordnung rausgibt. Also es hängt alles in die Sterne und man weiß nicht wirklich, wie es weitergeht, aber ja, wir können rausgehen, können ich sag mal, mit den Fällen irgendwo raufgehen. Die Skigebiete dürfen theoretisch offen haben, aber die haben jetzt aktuell noch nicht offen. Also wie gesagt, es weiß niemand so wirklich, wie genau die Vorgaben werden für den Winter, aber ich hoffe schon, dass das alles vor Weihnachten wieder ein bisschen geregelter wird und den normalen oder halbwegs normalen Betrieb aufnehmen kann. Roman, dann lass uns über diesen Film sprechen, Timeout, in dem im Prinzip zwei gegensätzliche Typen sich begegnen. Du als Freeskier, als jemand, der viel unternimmt. Und dann dieser Schorsch, der da wirklich der Ruhepol auf seiner Alm ist. Wie seid ihr überhaupt auf den gekommen? Wir haben uns getroffen, eben durch meinen Filmerkollegen Andreas Monsberger, der hat den bei einer Radtour kennengelernt und der hat mir den dann vorgestellt.
Und dann haben wir da nochmal besucht, oder das öfter, sind wir Radlfahren gegangen, haben wir noch besucht, haben wir Bier getrunken, dann mit dem ins Rennen gekommen, und es war damals immer schon ein Timeout, wenn wir da hinkommen sind, weil es war wirklich so, dass man ja einfach abgeschalten hat, man hat kein Handyempfang gehabt, und das war Wahnsinn, da zu sitzen und die Sonne genießen auf der Terrasse beim Schorsch und einfach die Seele baumeln lassen quasi. Aber das Besondere ist ja, dass er sich mehr oder weniger zurückzieht. Also er will ja die Einsamkeit, die Ruhe. Und du selber gehst ja in die Natur, weil du vielleicht auch sagst, du willst für dich sein, aber du willst ja etwas da erleben. Also du willst ja Aktion dabei haben. Hat er dir irgendwas raten können für sozusagen deinen weiteren Weg? Also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Action wie der Schorsch. Wie gesagt, der Schorsch hat das damals schon so gewählt, der wollte auf die Alm und weg vom ganzen Trubel. Und das ist über die Jahre ja immer mehr geworden. Der hat da oben wirklich seinen Frieden gefunden. Der hat ja nicht viel und braucht er ja nicht viel und hat auch keine oder wenig Sorgen im Leben. Also ich genieße es schon sehr, durch das, dass ich selber ein Jäger bin ich viel draußen in der Natur unterwegs und auch mit Skifahren und Radlfahren in der Natur sein ist einfach jedes Mal wieder Timeout abschalten. Und ja, einfach draußen seine Natur, die Ruhe genießen. Und was ich vom Show schon gelernt habe, ist, dass es nicht wirklich viel braucht, um glücklich zu sein und einfach draußen sein und Spaß zu haben. War dir bei dem Film im Vorfeld schon bewusst, dass sich vielleicht die Richtung auch der Produktion, die du machst ja seit Jahren Filme, sehr viele Skifilme, auch Mountainbiken, dass sich diese Filme vielleicht verändern werden, dass es mehr um die Geschichte drumherum geht, eher um die Charaktere, gar nicht mehr um den Sport als solchen? Es ist schon so, dass immer früher die Skifilme, das war ganz, ganz klassisch, da ist jemand im Berg runtergefahren und das ein paar Mal hintereinander und das war alles sehr beeindruckend und cool. Nur über die Jahre hat man sich halt was dabei nur dazu denken müssen, was kann man noch dazu machen oder eine Story bringen, um irgendeine Message nach außen zu tragen, weil schlussendlich schaut es nach 2 Minuten eigentlich alles gleich aus. Wenn jemand da runterfährt und Schnee und alles super. Und deswegen ist die letzten Jahre über, haben wir schon immer uns Storys dazu überlegt, eben Leute was mitzugeben. Und ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man gewisse Message transportiert. Und ich glaube, das haben wir mit Timeout eigentlich ganz gut hinkriegt. Vor allem passend zu dem ganzen Lockdown- und Corona-Thema, dass die Leute wirklich wieder mal sehen, was eigentlich wichtig ist im Leben und wie schnell dass die Welt eigentlich stillsteht. Und dass man mal rausgeht und durchschnauft und einfach abschaltet. Und eben nicht immer ständig erreichbar sein muss, sondern wirklich die kleinen Dinge im Leben schätzen lernt, indem das mal rausgeht und in der Natur ist. Was in dem Film Timeout auch zu sehen ist, wenn du dann unterwegs bist, du fährst dieselben Strecken mit dem Rad und dann später auf Ski ab. Das war vorher geplant oder war es ein Zufallsprodukt, dass ihr gemerkt habt, ach guck mal, da waren wir ja schon im Sommer, jetzt zeigen wir mal die Gegenüberstellung. Naja, also geplant war es schon in dem Sinn, dass ich eigentlich viel im Sommer am Rad unterwegs bin und das als Training gesehen habe für den Winter und es ist einfach ein super Ausgleich für mich und ein super Training. Und ich bin auch oft irgendwo da hingekommen, wo ich im Winter da mit den Ski unterwegs war. Da hat man Sachen dann angeschaut, wo man im Winter runterfahren kann. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, wieso eigentlich nicht einmal so Vergleich erstellen zwischen eben Skifahren und Biken, weil es eben von der Sportart her oder von der, man muss einfach 100% fokussiert sein und lebt wirklich nur den Moment. Und deswegen ist die Idee entstanden, zu den ähnlichen Spots hingehen oder zu den gleichen, wo das möglich ist, wo man beides machen kann. Und der eben bei gleichen Lichtverhältnissen und Kameraeinstellungen die gleichen Sachen fahren. Oder zumindest bis dorthin im Radl und dann geht's mit dem Ski weiter. Und das war dann schon ein bisschen schwieriger, wie wir uns das erst gedacht haben, aber es hat, glaube ich, schon recht gut funktioniert und es sind wirklich coole Bilder geworden. So, zum Abschluss noch, Roman. Du hast ja gesagt, ihr habt es gerade so geschafft mit den Tourstops der Alpconnet, wo ihr den Film auch zeigen wolltet. Ist der jetzt noch irgendwo anders zu sehen? Läuft der vielleicht mal im TV? Ist eine Premiere geplant? Also wie können die Leute dann jetzt wirklich dann Timeout sehen und Timeout erleben?
Der Film ist jetzt online gegangen, also wir haben uns entschlossen, jetzt im Lockdown den Film online zu stellen, weil es sind sonst immer wirklich viele Premieren geplant gewesen und wer weiß, wann wieder was möglich ist. Also haben wir gesagt, wir stellen einen online über den Schiff-YouTube-Kanal. Am besten einfach bei mir auf Instagram reinschauen unter Romas und Roman. Und da ist dann alles verlinkt und alle weiteren Infos. Also da kannst du reinschauen, um den Link für den Film zu finden. Und sonst einfach googeln. Roman Romoser, Timeout, dann glaube ich, sollte da das hinkommen. Okay, dann denke ich mal, das werden viele Leute nutzen, denn die Zeit augenblicklich ist wahrscheinlich auch so, dass die Leute mal ein bisschen mehr Zeit für sich haben, zu Hause und vielleicht auch haben, um sich mal ein wenig anzugucken, wie es ist, wenn man nicht immer nur Action hat. Roman, danke dir und ich wünsche dir, dass bei euch bald eine bessere Situation eintritt und dass du wieder mehr unterwegs sein kannst. Vielleicht wieder mehr filmen kannst. Und wenn du wieder ein Projekt hast, na dann, gib Bescheid. Bis dahin. Servus. Vielen Dank. Ciao.